Hey Leute, hier ist wieder WWE Sammler 14 und heute ist endlich nach 2-3 Wochen endlich mal mein Wrestling World Paket angekommen. So lange hat das noch nie gedauert, aber das war wegen diesem Flugzeugstreik und der Vater von Wrestling World, also der Typ, der Wrestling World hat, die Firma, ist der Vater verstorben, hatten sie nicht gearbeitet. Ja, aber alles ein bisschen durcheinander, haben sie gesagt. Aber jetzt bin ich doch noch zufrieden, dass es angekommen ist und das packe ich euch mal auf und zeige euch, was da drin ist. Ich stelle die Kamera nur jetzt mal beim Aufpassen wieder hier hin, weil das geht immer nicht mit einer Hand. Oh ja, Mann, das ist episch. Hier seht ihr schon die Battle Packs 15. Die Bella Twins. Nikki und Brie. First time in the line, alle beide. Divas Champion Titel included. Der sieht richtig scheiße aus. Den lasse ich mir aber noch customen. Also mache ich noch ein Custom. Für Deep Freeze von unserem Board, der macht mir das vielleicht noch. Nächstes Pack. Daniel Bryan und der erste Sin Cara. Endlich, endlich, endlich der erste Sin Cara. Mit Stuhl. Hammer, hammer geil. Ja. Das nächste Pack. The Rock und John Cena. Ja, okay, der Rock ist dasselbe wie aus der Elite, nur ohne Stoffhose. Sie haben wieder keinen Bart gemacht, das ist so schwul. Ja, und die kommen mit zwei Mikrofonen. Ja, ist eigentlich ein dummes Pack, aber die Serie ist komplett. Und als letztes hätte ich hier nochmal die Bella Twins. Nochmal Nikki und Brie. Bella Twins nochmal, weil die sind ja ständig ausverkauft bei Wrestling World und bei Ringside. Also, die sind normalerweise für Gnadi 97, dann werde ich die auf die Philippinen schicken. Ja. Aber was mir irgendwie auffällt, ich weiß nicht, dass, ob es hier irgendwie Varianten gibt, aber hier ist die so in der Verpackung und hier so. Und ne, das ist nur ein Fehler, das ist nur nicht richtig eingepackt. Aber egal, das war's, das Paket ist leer, das war's von mir. Und ich sage Tschüss, bis dann und jetzt noch schnelle Info. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Heute ist mit der Post ein Brief angekommen, so heftig von Spanien, dass von meinem Vater ein Vorfahre gestorben ist und der hat uns 8,7 Millionen hinterlassen von Spanien und da steht auch die Bank und alles drauf. Müssen wir mal gucken, wenn das wirklich stimmt, dann kann ich glaube ich jeden Tag bei Wrestling World bestellen, aber es ist ja egal. Das war's dann von mir und ich sage dann Tschüss, bis dann.